Hey ho, Schnuckis! Heute gibt es einen Haul und zwar einen großen. Ja. Ich will ja ab nächstes Jahr so ein bisschen meine Freitagshauls regelmäßig machen, sodass ich ein bis vielleicht zweimal im Monat so einen Freitagshaul mache. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich hatte das schon mal angetestet vor 2 Wochen, 3 Wochen und das fandet ihr ganz toll. Heute ist aber wirklich nochmal so richtig klassisch Haul mit Black Friday und dem Kram, was ich sonst seit dem letzten Haul alles gekauft habe. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch, was da alles Schönes eingezogen ist. Fangen wir mal an mit Sephora und da habe ich einmal 3 Produkte, die habe ich euch schon in einem Video gezeigt, habt ihr schon meine Review dazu gesehen und zwar habe ich mir geholt von Huda Beauty den Water Jelly Primer, die Foundation, die Stick Foundation und diesen Pinsel hier, den ich echt ganz cool finde, das muss ich wirklich mal sagen. Also ich will hier nicht großartig reviewen, aber so 1, 2 Sachen darf man ja schon mal sagen. Dann habe ich mir geholt, das war nicht zum Black Friday, aber das hier war zum Black Friday und zwar den Super Glow in der Farbe Medium. Ich habe ja schon den Super Glow in Light. Komm raus. Super Glow in Light, wo bist du? Also das ist hier Light, den ich wirklich extrem abfeier, ja, wie ihr sehen könnt. Das ist ein meiner liebsten Highlighter. Light. Und das ist der neue Medium. Ihr könnt mal sehen, von der Helligkeit nimmt sich das gar nicht viel. Der Light ist nur kühler und der Medium ist so ein bisschen Champagner-güldener. Und ich muss sagen, wunderschön. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Also keine Ahnung, warum der Medium nicht schon seit 100 Jahren hier bei mir eingezogen ist, weil der ist zu schön. Wirklich. Und beide sind für mich von der Farbe, also von der Helligkeit, Dunkelheit absolut tragbar. Deshalb... Dann konnte ich nicht anders, mir dieses Blush hier nochmal zu bestellen. Und zwar das Natasha Denona Mini Bloom Blush. Ihr seht, es ist so wundervoll fresh und unbenutzt. Und hier ist meins. Wo ist es? Wo bist du, mein kleines Babylein? Hier ist meins. Ich liebe das. Ihr wisst es. Ja, warum hat sie sich das nochmal geholt? Erstmal, es war unheimlich günstig. Es hat, glaube ich, 12 Euro gekostet oder so. Und zum einen dachte ich mir, vielleicht wirst du es mit verlosen. Und das ist auch die größte Wahrscheinlichkeit. Deshalb kommt es jetzt in meine wunderschöne Verlosungskiste, sollte ich irgendwann mal Sachen verlosen. Und das ist eine richtig geile Kiste. Und ich glaube, Anfang des Jahres muss irgendwie mal was kommen. Also, haltet die Augen auf. Dann war ich noch mal kurz in der Stadt. Ihr wisst ja, mein Zahnarzt ist in der Innenstadt. Und ja, deshalb sehe ich auch so ein bisschen geschwollen aus. Mir wurde ein Zahn gezogen. Da musste ich aber noch mal ganz kurz beim Sephora gucken. Und da habe ich mir geholt von Too Faced Melted Chocolate Matte Eyeshadow. Das ist so ein, ja, matter, cremiger Lidschatten. Sieht fast aus wie ein Liquid Lipstick. Und ja, durchaus interessant. Eigentlich wollte ich gar keinen davon holen, aber irgendwie, ja, als ich dann davor stand und ich habe hier die Farbe Chocolate Bunny, es hat mir super gefallen, trage ich auch heute als Base sozusagen. Und ja, der durfte mit. Und von Ole Henriksen den Banana Bright Face Primer, den fand ich auch total interessant. Die beiden habe ich noch mitgenommen. Bei einer meiner Sephora-Bestellungen war übrigens dieses Täschchen hier mit dabei. Da gibt es ja dieses Punktesammelprogramm und das gab es da so als Goodie. Ich stehe ja voll auf so Holo-Zeugs, ne? Also von daher ganz nett. Keine Ahnung, wann, wofür ich das benutzen werde. Aber ich fand es nett, auf jeden Fall. Dann bin ich mal wieder bei Beauty Bay. Naja, eskaliert eigentlich nicht. Hält sich in Grenzen. Aber Beauty Bay ist im Moment irgendwie so voll mein Ding. Da habe ich mir geholt von Linda Halberg dieses Glow Mist. Und ich meine, ich wusste, dass da 30 Milliliter drin sind. Aber irgendwie, als die 30 Milliliter ankamen, dachte ich so, wow. Viel ist da nicht drin. Und dafür, dass da so wenig drin ist, ist das auch recht teuer, muss ich echt sagen. Also es kostet, glaube ich, original irgendwie 25 Euro oder so für so ein babykleines Ding. Wenn man sich jetzt hier mal so einen All-Nighter dazu anguckt, kostet 28 Euro so im Normalfall. Ist schon... Oh, je
geht das Vierfache drin, nicht wahr? Dann habe ich mir geholt von Jouer den Essential High Coverage Concealer Pen. Auch der stand schon lange mal so auf meiner Wunschliste. Sehr interessant auf jeden Fall. In der Farbe Macaron. Ist grenzwertig bei mir. Könnte vielleicht ein klein Tickchen heller sein. Dann habe ich mir geholt, auch wieder von Jouer, ein Blush and Bloom. So einen doppelendigen. Ihr wisst, ich habe schon so eins. Ich habe die Farbe Celebrate. Habe ich schon. Habt ihr schon ganz oft bei mir in Videos gesehen. Und habe jetzt die Farbe Inspire. Das sind so rötliche, also ziemlich intensive Töne. So und so. Mega schön. Also ich muss sagen, diese Konsistenz von Creme Rouge, erste Sahne. Also wenn ihr Bock auf Creme Rouge habt, finde ich auch den Originalpreis gar nicht so schlecht. Hier jetzt beim Black Friday, die Sachen habe ich alle beim Black Friday gekauft, war das mega. Ich glaube, ich habe 17 Euro oder so dafür bezahlt, also Hammer. Und von Jouer habe ich noch ein Essential Lip Enhancer in der Farbe Amaryllis. Das ist so ein Lippenpflegestift. Ich brauche ja unbedingt noch so einen Lippenpflegestift. Ich habe nicht schon 400 davon. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr glossy und cremig. Also sehr interessantes Produkt. Dann habe ich bei Lookfantastic bestellt. Da gab es tatsächlich 25% auf Natasha Denona Sachen und echt auf alles. Also das war richtig geil. Und ich weiß, viele haben Probleme mit Lookfantastic. Die Sachen kommen unheimlich spät. Die Leute werden vertröstet. Teilweise werden die Sachen einfach so wieder storniert, gerade wenn man so einen richtig geilen Deal hatte. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Noch nie. Ich bestelle sehr häufig und unheimlich gerne bei Lookfantastic. Und ich habe noch nie irgendein Problem gehabt und ich habe auf alle diese Natasha Denona Sachen 25% gekriegt. Das ist natürlich geil, ne? Muss man einfach sagen. Zum einen habe ich mir die Mini Tropic geholt. Die fehlte wirklich noch in meiner Sammlung. Jetzt fehlt nur noch die Mini Sunset, die ich aber schon mal hatte und wieder verkauft habe, weil ich sie nicht so toll fand. Ja, irgendwann werde ich sie wahrscheinlich nochmal holen, einfach um die Sammlung voll zu machen. Aber die Mini Sunset, bisher unbenutzt. Durfte einziehen. Ja, dann durften die drei hier einziehen. Und zwar einmal das Natasha Denona Contour Sculpting Powder in der Farbe Medium. Ihr wisst, ich habe die Farbe Light. Die ist letztes Jahr in meinen Favoriten gewesen. Wer weiß, vielleicht ist sie dieses Jahr wieder in meinen Favoriten. Möglich. Mega. Und ich dachte, könnte man auch mal noch eine andere Farbe davon ausprobieren, oder? Und zwei Blush-Duos. Sie hat ja diese hier. Davon habe ich schon eins. Das ist die Farbe Tau Tau und Strawberry Cheeks. Habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. War auch schon in meinen Favoriten, weil ich finde gerade diese Farbe Strawberry Cheeks unheimlich, wie soll ich das sagen, die passt zu jedem Look und ich mag es sehr gerne. Und ich liebe auch das Packaging. Also ich finde das Packaging sowas von geil. Da habe ich mir zwei Farben geholt. Einmal diese Palette heißt Palette 13 und da sind die Farben drin, wieder dieses Tau Tau und Golden Caribbean. Das hat es wirklich schön in sich, ganz toll. Ist nicht richtig matt, aber auch nicht wirklich glowy, sowas dazwischen. Und gerade gemischt sehen die unheimlich toll aus, also sehr, sehr interessant. Und dann habe ich mir noch eins geholt, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich das behalte, weil das kommt auf meinem Gesicht leider nicht so raus. Und das ist die Palette 03. Da ist drin Rini's Pastel Pink und Antique Nude. Das sieht so aus. Ach, krass. Das ist wirklich hier so ein Baby Pink. Und so ein... Ja, die Farbe sieht cool aus, aber die kommt bei mir überhaupt nicht zur Geltung. Hier ist sie drauf. Da bin ich mir einfach noch nicht so ganz sicher, was soll ich damit anstellen. Soll ich das behalten oder wie auch immer. Ja, das muss ich mal sehen. Dann kommen wir mal zu Douglas. Und da habe ich einmal geholt dieses wunderschöne Tom Ford Set. Da drin ist enthalten einmal so ein 10 Milliliter Zerstäuberchen für die Handtasche und ein großes Metallic, also groß, 50 Milliliter sind hier drin. Das gab es für 100 und ein bisschen, also richtig geiler Deal, muss ich echt sagen. Das hier ist allerdings für meine Mama. Oh, hoffentlich guckt ihr das Video nicht hier. Ich glaube nicht, dass sie das guckt. Zu Weihnachten, genau.
Dann habe ich mir noch geholt einmal hier dieses Set von Pat McGrath mit den kleinen Lippenstiften. Flash 5 Astral Lip Trio heißt das. Und dieses Mini-Dings von NARS. Da ist drin NARS Laguna und ein NARS Laguna Lip Balm. Richtig goldig. Beides in Mini. Einmal hier der kleine Laguna. Ich glaube, die haben an der Textur was gemacht, weil ich mag den mittlerweile tatsächlich irgendwie ganz gerne. Und dieses Mini-Lippchen hier. Es ist echt so ein kleines Ding. Finde ich ja niedlich, so kleine Lippendinger, ne? Kann ich voll gut leiden. Und dann habe ich mir endlich mal geholt Confidence in a Gel Lotion von IT Cosmetics. Das ist so ein geliger Moisturizer. Man sagt immer, das wäre ein Dupe zu diesem Hydro Plumping Retexturizing Serum von Kiehl's. Ja, also ich mag es mittlerweile ganz gerne. Trotzdem würde ich wahrscheinlich mir wieder das von Kiehl's holen beim nächsten Mal, wenn ich das Bedürfnis dazu hätte. Aber im Moment benutze ich das, normalerweise benutze ich ja vor meinem Sonnenschutz gar keinen Moisturizer, weil mir das eigentlich reicht. Aber im Moment ist meine Haut die Wüste überhaupt. Und deshalb benutze ich das und mir gefällt es ganz gut. Das ist schön. Ich glaube, das ist auch für Leute, die so ölige Haut haben und so, ist das, glaube ich, ein ziemlich cooler Moisturizer, muss ich sagen. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Dann war bei Douglas so, ja, es gibt ein Goodie, wenn du so und so viel Geld ausgibst, irgendwie 59 Euro oder so. Und das Goodie haltet euch fest. Also das Goodie ist echt mega. Ist so ein übertrieben mini Lancôme Make-up-Entferner. Er ist wirklich, ihr seht es, es ist so klein, das Ding. Ich weiß nicht. Also, Douglas, komm. Also, er hätte mal ein bisschen geileres Goodie raushauen können, oder? Das ist doch eine Probe im Grunde. Das ist doch kein Goodie. Dann habe ich beim Black Friday bei Paula's Choice gekauft. Da gab es 20% oder 25%. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und zwar zweimal dieses Ding hier. Das ist die Skin Revealing Body Lotion 10% AHA. Ich liebe diese Body Lotion. Und deshalb durfte die zweimal einziehen. Hat sie, glaube ich, nur 20 Euro gekostet anstatt 30. Was natürlich ja, ein guter Deal ist auf jeden Fall. Die durfte einziehen. Dann war ich, als ich beim Zahnarzt war, kurz bei Kiko. Und da gab es, manchmal haben die noch da diese Tische. Und dann heißt es, nimm 4, zahl 2 oder so. Und ich war wegen einem bestimmten Produkt da. Und zwar deswegen, wegen diesen, zeige ich euch gleich, Jelly Highlightern. Und weil ich die eh gekauft habe, gab es dann natürlich noch was obendrauf. Und da gab es etwas, wo ich mich drüber sehr, sehr ärgere. Und zwar so einen doppelseitigen Stick, einmal mit Blush und Highlighter. Und ich schätze mal, dass dort vielleicht die Kappen von den Testern vertauscht waren. Weil auf dem, der mir gefallen hat, da stand eindeutig 02 und dann habe ich natürlich die Packung mit der 02 gegriffen. Aber es ist die andere Farbe. Es ist der schrecklichste Horror, goldene, chunky Glitter, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt bei dem Highlighter. Die Rougefarbe ist ganz okay, aber das spielt keine Rolle, weil dieser goldene, chunky Glitter geht gar nicht. Jetzt, ich muss nächste Woche nochmal in die Stadt zum Fäden ziehen. Und da werde ich das mal mitnehmen und hoffe ich wirklich, dass ich das umtauschen kann bei Kiko, weil das würde ich niemals benutzen, dieses Party-goldene Kackerglitzer. Entschuldigt, aber ich finde es so schrecklich. Ey. Ich habe mich so geärgert, weil die andere Farbe war richtig, richtig abgefahren cool, aber hier in dem Fall, das geht gar nicht. Dann habe ich mir geholt einen All-Over Pearly Crayon für Lips, Eyes und Cheeks. Das ist hier so ein, ich finde den für die Lippen, glaube ich, am coolsten. Das ist so ein relativ kleiner Stift. Da habe ich die Farbe 03. Sehr interessant. Werdet ihr in den nächsten Videos auf jeden Fall mal sehen. Und ich war halt da wegen diesen Jelly Highlightern aus der Lost in Amalfi Limited Edition. Die haben ja immer solche Editions und da gab es halt einmal die 01 Ray of Light und die 02 Coral Sky. Das sind so Gel-Highlighter. Also in dem Fall ist es hier ein Highlighter der Ray of Light. Schön, aber ich komme damit gar nicht gut klar. Werde ich in meinem nächsten Style & Talk sehen. Und Coral Sky. Das war eine krasse Farbe. Das ist so
Und das hat es so in sich, Leute. Also, das hat es richtig in sich. Da finde ich auf jeden Fall dieses Coral Sky cooler als das andere. Definitiv. Dann habe ich bei meiner Instagram-Chanel-Beauftragten Folgendes gesehen. Ihr wisst, die, die sie kennen, die wissen genau, wen ich meine. Und zwar Estefania. Ihr Kanal heißt All About Beauty 1984, glaube ich. Schreibe ich euch hier mal hin. Und sie ist ein ganz großer Chanel-Fan und hat jetzt so eine Chanel-Reihe neulich gemacht, wo sie alle möglichen Sachen gezeigt hat. Und da hat sie extrem geschwärmt von diesen Dingern, die heißen Ultra Wear Liquid Lip Color. Und ich habe hier die Farbe Chic Rosewood. Die habe ich direkt bei Chanel bestellt, weil es gibt die sonst nirgends. Und ich trage den auch heute. Und ja, erster Eindruck, ganz interessant. Das ist quasi ein Liquid Lipstick mit einem Gloss dazu. Der Liquid Lipstick alleine, das geht gar nicht. Das kann man nicht tragen. Das ist ganz eklig, klebrig. Aber mit dem Gloss darüber ist es sehr interessant. Und ich habe ja noch nie bei Chanel selbst bestellt. Und ich fand es schon ein bisschen geil, ne? Also hat mich schon angemacht, als dieses Päckchen hier kam. Randale. Mit so einem Schleifchen zugebunden und hier mit so einem aufgedruckten Dings. Und dann macht man das hier so auf und dann sind hier noch ein paar Goodies drin und hier so ein. Also ist das nicht wunderschön? Also ich muss echt sagen, es hat mich sehr beeindruckt. Hat mir sehr gut gefallen. Kam ganz schnell an. Es gab nämlich zu Black Friday die Aktion, dass man keinen Versand bezahlt. Ja, und dann durfte das hier einziehen. Als ich in der Stadt war, war ich auch kurz bei Rituals. Ich gehe immer zu Rituals, wenn ich in der Stadt war. Immer, immer, immer. Und da habe ich nicht so viel gekauft, aber ich habe was gekauft. Und zwar den Tangy Organic Herbal Tea. Ich mag ja die Tees von Rituals voll gerne. Das ist hier so mit Lemon and Ginger. Habe ich auch schon getrunken und hat mir tatsächlich richtig gut geschmeckt. Ich bin ja immer nicht so sicher, ob ich so Ginger und so mag. Ob ich mir, da kann ich mich bis heute nicht entscheiden. Aber das hat mir sehr gut geschmeckt und ja, werde ich mir auch gleich nochmal einen machen. Und eine Handcreme, und zwar von Ritual of Ayurveda, die Recovery Hand Balm. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, eine Handcreme zu kaufen. Also durfte die mit. So, kommen wir zum letzten Posten. Und das ist Purish. Und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich von Purish PR bekomme. Und dass ich mit denen auch eine kleine Kooperation habe. Und was mich sehr, sehr freut. Und dementsprechend habe ich die Sachen hier nicht gekauft, sondern habe die von Purish zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe einen Code, natürlich, Jenny15 heißt der. Wenn ihr damit bestellt, kriegt ihr 15% auf sehr, sehr viele Marken. Nicht auf alle, aber auf fast alle. Und ich kriege auch eine kleine Provision. Also haut raus. Ich durfte mir diesmal was aussuchen und habe mir ein paar Sachen rausgepickt, die mich mega interessieren und euch, glaube ich, auch. Zum einen dieses Ding hier. La Manufacture Your Personal Foundation. Da kann man sich mit so einer App und so einer Kameraaufsatz seine perfekte Foundation-Farbe selbst zusammenmischen. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, weil gut, es kann natürlich sein, dass die Farbe passt, aber es gibt halt nur diese eine Foundation und die ist, glaube ich, so semi-matt, soll die, glaube ich, sein. Und ja, ist natürlich die Frage, wie ist die Foundation, mal abgesehen von der Farbe? Wahrscheinlich ist die Farbe 100% geil. Aber wie ist denn die Foundation? Ist die denn toll? Und da bin ich sehr gespannt. Ich komme nicht mehr dazu, dieses Jahr, denke ich, das auszuprobieren. Vielleicht bei Instagram. Müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Also wer noch nicht bei Instagram ist, der kommt rüber. Kommt rüber. Dann habe ich mir ausgesucht zwei Blushes. Und zwar von Made by Mitchell. Der hat so Liquid Blushes, die ich gerade runtergeschmissen habe. Liquid Blushes, die sehen so aus. Sehr interessant, wie so ein riesengroßer Lipgloss. Und dann drauf und dann verblenden. Habe ich schon einmal ausprobiert. Die sind so krass pigmentiert, alter Schwede, ey. Wow. Das hier war die Farbe Posy Rosy, den finde ich unheimlich schön. Und die Farbe Mango Daiquiri. Keine Ahnung, in welchen Look man das wirklich reinmachen oder integrieren soll. Ich selbst habe es noch nicht auf den Wangen gehabt. Ich habe es meiner Tochter mal drauf gemacht. Das war schon sehr orange. Also, ja, muss man mal gucken.
Dann habe ich mir geholt das Q Plus A Superfood Facial Oil. Das wollte ich mir neulich schon bestellen und ja, dann durfte ich es mir aussuchen. Ist doch geil, oder? Das ist halt ein Gesichtsöl und ihr wisst, meine Haut ist sautrocken und mag im Moment ganz gerne Gesichtsöle. Also von daher habe ich mir das ausgesucht. Und dann habe ich mir noch zwei Paletten von Juvia's Place ausgesucht. Passt auf, die The Nubian Glow und wen wundert's, dass die bei mir einziehen sollte. Und zwar, sie ist einfach Gold. Wow. Ich habe auf meinem Instagram-Account einen Weihnachtskalender und da habe ich teilweise in den Videos, da habe ich so kleine Clips jeden Tag, diese Palette drauf und auch am 24. schminke ich den Look damit. Also ja, guckt auf jeden Fall mal. Guckt mal bei Instagram rein, glaub mir. Also da ist oftmals sehr viel zwischendurch mal so los, so aus meinem, auch mal aus dem Leben. Also da lernt ihr mich persönlich auch noch mal ein bisschen besser kennen. Und es ist auch immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen aktueller, weil ich es mal so eben mache. Wisst ihr, was ich meine? Kommen wir zum letzten Produkt und das ist diese wunderschöne Palette. Die war Valhalla 2. Zuerst habe ich gedacht, willst du die? Die ist sehr, sehr blau-lila lastig, könnt ihr ja sehen. Aber die Farben, gerade diese Farben, sind so besonders. Also die sind nicht einfach nur so blau und lila, sondern die sind wirklich echt abgefahren. Ich habe heute unten drunter diese aus dieser Reihe hier Töne drauf und oben habe ich diesen dunklen hier. Den liebe ich. Den liebe ich überhaupt. Finde ich so gut, echt. Ja, also schon damit geschminkt und auch rumgespielt und überhaupt. Und ich muss immer dieser Ton hier, den muss ich immer herausheben, weil ihr denkt so, ja, okay, der ist nicht so spektakulär, aber wenn ihr den in echt seht, der hat so Duochrome, das ist richtig krass. Die Valhalla 2, schöne Palette. Ich weiß auch, dass viele von euch die ganz interessant finden, also Jenny 15 ist der Code, damit kriegt ihr 15%. So, genug Werbung gemacht. Und ich würde mal sagen, das hier war es jetzt. Ja, das war's. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.